Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Yakuza Zero. Und wie ich es euch in der letzten Folge schon versprochen habe, starten wir heute direkt in unserem Büro, damit wir den aktuellen Geldfluss regeln können. Und danach, würde ich sagen, gehen wir Baseball spielen, sammeln Telefonkarten ein und kümmern uns um die letzte Nebenquest. Und dann schaue ich mal, ob ich noch eine Folge Freizeit mache, dann nochmal, oder ob wir dann im Anschluss der Haupthandlung weiterfolgen. Muss ich doch mal gucken. So, er ist unser Bester fürs Essen. Eigentlich Miracle, ne? Damit es da endlich mal ein bisschen vorwärts geht. Aber eigentlich haben wir keinen guten fürs Essen. Hier haben wir eine ganz gute für. Aber es kommt trotzdem ein bisschen ins Stocken da unten. Obwohl die Gambling King Area natürlich noch jede Menge Zeit hat, bevor es da so richtig losgeht. Ich muss den Staff austauschen hier, ne? Kann sich Spinning umkümmern. Ja, hier habe ich Mist gebaut. Gebe ich zu, habe ich nicht aufgepasst. Ich lasse Sachiko hier mal. Der hat es eigentlich bisher ganz gut gemacht. So, da schicken wir nochmal Miracle rein. Da müsste das nämlich auch durch sein. Oder so gut wie durch zumindest. Ja, einmal noch. Guck mal. Dann haben wir das auch da. Dann können wir hinter das Areal halt auch einen Haken machen. Läuft auf jeden Fall richtig gut. Ich würde sagen, als nächstes gehen wir Baseball spielen. Einfach nur, weil ich das jetzt auch schon wie lange vorhabe. Mein Kumpel kommt da gerade lang, also... Gehen wir mal einen Umweg. Das gibt uns ja auch die Gelegenheit, noch ein bisschen Geld zu scattern. Die Frage ist, wie viel muss ich auf den höheren Stufen noch in den Wind blasen? Und was natürlich auch eine spannende Frage wäre, funktioniert das auch bei so jemandem wie Mr. Shakedown? So, da sind wir. Vielleicht kriege ich ja diesmal wenigstens ein Spiel zu Ende.
Vor allem muss ich hier drin irgendwo eine Telefonsammelkarte befinden dann. Crap, ich weiß nicht, wie... Cut to the stairs. Ich finde das so unglaublich schwer, ne? Also unendlich schwer. Ein, zweimal versuche ich es noch, aber ich werde es wahrscheinlich wieder verkacken. Das ist mit Yagami in den Judgment-Spielen so viel leichter. Okay, der war mies. Alter, dabei lief das erst so gut, ne? Aber waren das wenigstens 3 Punkte? Also nein. Okay, jetzt haben wir auch schon wieder ein Problem. Ich werde Baseball einfach auf spätere Spiele verschieben. Ich kann jetzt zum Beispiel schon mal sagen, in Judgment werde ich ein Baseball-Ass sein. Wir haben es ja zumindest, wir haben es ja mal probiert. Ich finde das alleine... sollte an dieser Stelle schon mal gewürdigt werden. Wir haben noch jede Menge andere Sachen, die wir probieren müssen. Ne? Mahjong, Shogi, dieses ganze Gedöns. Da habe ich mich immer noch nicht mit beschäftigt. Also mit Mahjong schon. Aber da warte ich halt wirklich auf Majima. Weil Kirio hat genug anderen Scheiß, um den er sich kümmern kann. Was? Ich guck jetzt mal hier oben lang. Denn hier wartet ja definitiv noch eine Quest auf uns, ne? Die machen wir jetzt erstmal. Sie sieht so ähnlich aus. Nein, vielleicht auch nicht. Trotzdem. Oh, wartet mal. Oh, sie ist weg. Vielleicht ist sie es, aber ich könnte auch falsch liegen. Was hat der Kerl denn für ein Problem? Ist sie es oder nicht? Ich weiß es nicht. Oi. Hey, was machst du da? Hä? Ah!
Wer bist du denn? Du hast mich erschreckt. Wer ich bin, ist egal. Was denkst du denn, was du da tust, diesem Mädchen so hinterher zu spionieren? Ich hoffe, du stalkst sie nicht. Sie stalken? Hä? Oh, nein, 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 nein! Nichts dergleichen, nicht. Ich habe das Mädchen nur im Auge behalten aus väterlichen Gefühlen heraus. Väterliche Gefühle? Ist sie deine Tochter? Ja, jetzt wird's ganz ein bisschen schwammig. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob sie meine Tochter ist oder nicht. Was meinst du denn damit? Verstanden. Du hast deine Tochter also seit Jahren nicht gesehen. Ja. Es sind 15 Jahre seit meiner Scheidung vergangen und meine Besuchsrechte wurden damals abgelehnt. Das ist eine lange Zeit. Warum hast du dich scheiden lassen? Ich hasse es, das zuzugeben, aber das Geschäft, das ich damals hatte, ist untergegangen. Meine Firma ging's gut, nichts Spektakuläres, aber es war ein geregeltes Einkommen. Aber ich wurde faul und habe nicht gesehen, dass der Markt sich gewandelt hat. Als die Verluste sich massierten, habe ich immer mehr Geld in das fehlgeschlagene Geschäft gesteckt. Und ich war davon überzeugt, dass ich es noch herumreißen könnte. Letztendlich bin ich in Schulden ertrunken. Meine Frau hatte genug von meinem Stolz. Sie ist mit meiner Tochter Natsumi verschwunden. Ich verstehe. Anschließend habe ich alles in meiner Macht Stehende getan, um mich, um es wieder gut zu machen. Ich habe jeden verfügbaren Job angenommen und vor jedem gekniet, der mir helfen könnte. Gott sei Dank hat die Ökonomie, die aufstrebende Ökonomie mir letztendlich geholfen. Jetzt verdiene ich genug Geld, um zu leben, ohne dass ich mir irgendwelche Sorgen machen muss. Freut mich, das zu hören. Wenn Sie mich jetzt sehen würden, würden meine Frau und Natsumi vielleicht willens sein, mir noch eine Chance zu geben, aber ich habe keinen Weg, um sie zu kontaktieren. Dann, vor kurzem, ich habe Mädchen gefunden, das Natsumi, als sie noch ein Kind war, wie aus dem Gesicht geschnitten schien, aber halt erwachsen. Ich verstehe. Und sie ist die Hostess, die du gerade beobachtet hast. Ja, ganz genau. Vor 15 Jahren war Natsumi 5 Jahre alt. Sie wäre jetzt ungefähr im Alter dieses Mädchens. Wenn es nicht zu spät ist, dann möchte ich mein Mädchen Natsumi nochmal sehen. Ich möchte mit ihr sprechen, mit ihr zusammen essen, so wie wir das früher einmal gemacht haben. Ich möchte wieder Daddy genannt werden. Das Problem ist, ich bin mir nicht sicher, ob sie wirklich Natsumi ist oder nicht. Meine Zweifel halten mich davon ab, den nächsten logischen Schritt zu gehen. Das Mädchen, das deine Tochter sein könnte, ist eine Hostess, nicht wahr? Warum gehst du nicht einfach in ihren Club und fragst sie? Wenn es so einfach wäre, dann würde ich nicht auf diese Art und Weise leiden. Ob das Mädchen meine Tochter ist oder eine Fremde, ich muss emotional auf das Ergebnis vorbereitet sein. Ich kann nichts tun, bis ich mir sicher bin. Du wirst deine Tochter niemals treffen, wenn du nichts tust. Ich hatte gehofft, dass du mir vielleicht damit helfen kannst. Kannst du in den Club gehen und herausfinden, ob sie meine Tochter ist oder nicht? Ich? Ja. Du kennst die Situation und du siehst aus wie ein Mann, der sich mit dieser Art von nächtlichem Etablissement auskennt. Natürlich würde ich das alles bezahlen. Sie ist einfach als eine freie Partynacht. Nun, bitte, bitte helf mir, meine Tochter zu sehen. Er ist sich nicht einmal sicher, ob das wirklich seine Tochter ist. Aber er leidet und er ist bereit, dafür zu bezahlen. Was soll ich tun? Natürlich helfen wir. Wir sind Kirio, der Held von Kamurocho. Okay, ich mach's. Ich finde heraus, ob sie deine Tochter ist oder nicht.
Das hörst du? Vielen Dank. Ich bin Kiryu. Ah, Kiryu-san. Mein Name ist Misumi. Vielen Dank für deine Hilfe. Bitte akzeptiere das hier. Das Mädchen, das wie meine Tochter aussieht, benutzt im Club den Namen Reika. Bitte nutze dieses Geld, um nach ihr zu fragen. Okay, hab verstanden. Vielen Dank, dass du das tust. Ich kann ehrlich gesagt selber noch nicht so ganz glauben, dass ich das tue. Willkommen. Würden Sie gerne eine bestimmte Hostess anfordern? Ja. Ein Mädchen namens Reika. Reika, Sanya. Ich lasse es Sie wissen. Hallo. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Reika. Vielen Dank, dass Sie heute vorbeigekommen sind. Sicher. Also, das ist das Mädchen, das eventuell Misumis Tochter ist. Von Namen sieht sie Misumi sogar irgendwie ähnlich. Es tut mir leid, haben wir uns schon mal getroffen? Oh, nein. Das ist das erste Mal. Mein Name ist Kiryu. Das ist eine Erleichterung. Bitte erschrecken Sie mich nicht so, Kiryu-san. Was ist eine Erleichterung? Ich habe mich nicht daran erinnert, Ihr Gesicht gesehen zu haben, Kiryu-san. Deswegen wurde ich nervös, weil ich dachte, ich hätte vielleicht das Gesicht eines unserer Stammkunden vergessen. Ist schon in Ordnung. Wir haben uns bis jetzt noch nicht getroffen. Aber dann... Warum haben Sie denn dann nach mir gefragt? Nani? Hä? Sie haben nach mir gefragt, und zwar mit meinem Namen. Das bedeutet, dass Sie mich kannten, nicht wahr? Wo haben Sie denn von mir gehört? Warum haben Sie mich gefordert? Sie wird das nicht einfach so auf sich beruhen lassen. Ich, muss zusehen, dass sie keinen Verdacht schöpft. Ich kann ihr nicht sagen, dass jemand, der eventuell ihr Vater ist, mich darum gebeten hat, sie zu besuchen. Was sollte ich ihr also sagen? Ich habe über sie durch einen Freund gehört. Er hat mir gesagt, dass es da dieses echt süße und charmante Mädchen namens Reika in diesem Club gibt. Oh, ich verstehe. Es macht mich so glücklich, das zu hören. Wer ist denn Ihr Freund? Ich werde extra nett sein das nächste Mal, wenn er vorbeikommt. Wer? Er war Teil einer großen Gruppe. Er waren viele Leute, die über Reika gesprochen haben und gesagt haben, wie unglaublich sie ist. Oh, ja, habe ich gut gemacht. Tja, ich schätze, dann habe ich wohl einen Ruf zu verlieren. Gut. Reika fühlt sich jetzt viel motivierter, aber wenn ich so darüber nachdenke, das bringt mich irgendwie so gar nicht vorwärts. Reika, wie lange machen Sie schon diese Art von Arbeit? Nicht lange. Ich habe damit angefangen, nachdem ich letzten Sommer 20 geworden bin. Also so ungefähr 6 Monate. 20, ja? Misumis Tochter Natsumi sollte jetzt auch ungefähr 20 Jahre alt sein. Könnte sie das wirklich sein? Kiryu-san, als was arbeiten Sie? Momentan arbeite ich als Schuldeneintreiber und Immobilienmakler. Oh, Sie sind ja sehr vielseitig. Wenn wir von Immobilienmarkt sprechen, ich denke darüber nach, umzuziehen. Vielleicht könnte ich Sie ja um einen Rat bitten. Sie wollen umziehen? Ja, mein Zimmer ist sehr klein. Vielleicht kann ich das nutzen, um ein bisschen mehr über Sie herauszufinden. Haben Sie irgendwelche Mitbewohner oder leben Sie alleine?
Wir sind zu zweit. Ich lebe mit meiner Mutter. Oh. Sie und Ihre Mutter. Wie nett. Wir leben in dem gleichen Einzimmer-Apartment, seit ich ein Kind war. Aber ich bin jetzt eine Erwachsene und das Zimmer ist viel zu klein für uns beide. Deswegen überlegen wir, in eine größere Wohnung umzuziehen. Ich verstehe. Ich lebe auch in einem Einzimmer-Apartment. Es wäre echt ungemütlich, wenn zwei Leute dort wohnen würden. So ist es bei uns. Kiryu-san, wenn es in der Nähe einen schönen Platz gibt, der zu vermieten ist, würden Sie es mich bitte wissen lassen? Sicher, das werde ich. Sie lebt also seit ihrer Kindheit mit ihrer Mutter. Vielleicht, nur vielleicht, ist sie wirklich diejenige. Wenn ich nur einen weiteren Beweis kriegen könnte, dass Reika wirklich Mizumis Tochter ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich so eine Frage überhaupt stellen sollte, aber ich schätze, Ihr Vater ist nicht mehr da? Mein Vater? Um ehrlich zu sein, ich kann mich nicht sonderlich gut an ihn erinnern. Das können Sie nicht? Nein. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich noch ganz klein war. Meine Mutter hat ihn verlassen und hat mich mitgenommen. Ich habe meinen Vater seitdem nicht gesehen. Jetzt kann ich mich nicht mal mehr daran erinnern, wie er aussieht. Was hat denn zu der Scheidung geführt? Ich glaube, das Geschäft meines Vaters ist gescheitert. Ich habe gehört, dass er auch ganz viele Schulden hatte. Sie haben sich wegen der Schulden des Vaters getrennt. Das stimmt mit Mizumis Geschichte überein. Wie lange ist das her? Wie alt waren Sie da? Damals war ich 5, also schätze ich mal so 15 Jahre? 5 Jahre alt, vor 15 Jahren. Das passt. Reika ist Mizumis Tochter. Sie ist Natsumi. Kiryu-san, warum fragen Sie mich diese ganzen Dinge? Wollen wir die Stimmung nicht ein bisschen aufhellen? Reika, es gibt jemanden, von dem ich möchte, dass Sie ihn treffen. Hm? Wen denn? Ihren Vater. Mein Vater? Aber wie... Würden Sie bitte mit mir kommen? Vertrauen Sie mir einfach. Okay. Jetzt bin ich ja gespannt. Soweit so gut, würde ich sagen. Mein Vater ist wirklich hier in Kamurocho? Ja. Er hofft schon seit langem, Sie wiederzusehen. Wo ist er denn? Er sollte hier irgendwo in der Gegend sein. Da ist er ja. Oi. Hey. Ich habe deine Tochter mitgebracht. Kiryu-san, ist meine Tochter wirklich da? Ja. Lass sie dein Gesicht sehen. Vater? Ich kann das nicht. Ich kann meine Tochter nicht sehen. Was? Ich schäme mich zu sehr, um ihr in die Augen zu blicken. Es tut mir leid, Kiryu-san. Nachdem ich dich darum gebeten habe, mir zu helfen, und du meine Tochter sogar zu mir gebracht hast, aber ich kann's einfach nicht. Vater, es ist in Ordnung. Es ist nicht mehr wichtig. Bitte sieh mich an. Ich erinnere mich nicht an viel, aber lass uns wieder so reden wie damals, als ich noch klein war. Reika musste betteln, um den Club dafür verlassen zu dürfen. Du bist es ihr schuldig, dass du sie wenigstens einmal anschaust. Kiryu-san. Ich habe mich wieder geweigert, der Realität ins Auge zu blicken. Es ist genauso wie vor 15 Jahren. Als ich mich blind gestellt habe hinsichtlich meines verdammten Geschäfts. Schulden gefallen bin und das Ganze mit meiner Familie bezahlt habe.
Aber ich werde nicht mehr davonlaufen. Ich werde der Realität ins Auge blicken. Ich werde meine Tochter sehen. Hallo, Natsumi. Hä? Wer ist Natsumi? Nani? Hä? Du bist Natsumi, nicht wahr? Meine Tochter? Nein, ich bin Reika. Wie bitte? Ist Reika nicht einfach nur ein Künstlername, den du in diesem Club benutzt? Nein, das ist mein echter Name. Ich wollte nicht unter falschen Voraussetzungen arbeiten. Moment. Was? Das heißt, du bist nicht meine Tochter, aber... Ich bin eine komplett Fremde. Das ist, hätte besser laufen können. Unsere Hintergründe sind sich so ähnlich, Mizumi-san. Es fühlt sich fast wie Schicksal an, dass wir einander getroffen haben. Ja, nicht wahr? Seltsam, aber wahr. Reika-chan, du siehst genau wie meine Tochter aus. Ich sehe sie in dir. Wie sie aussah, als sie 5 war, ist allerdings kein guter Maßstab, Mizumi-san. Du bist so lustig. Ich konnte meine eigene Tochter nicht finden, aber dafür habe ich dich kennengelernt, Reika-chan. Das ist sogar noch besser. Hey, Mizumi. Ist das wirklich, was du wolltest? Ach, keine Angst, Kiryu-san. Was ist schon das Leben, wenn man es nicht genießen kann? Oh ja, richtig. Da, hier, das ist für die ganzen Schwierigkeiten, die ich dir bereitet habe. Du hast ein Göttin der Kinder-Amulett erhalten. Oh, das ist gar nicht schlecht. Reduziert die Anzahl der Gegner um dich herum. Kellner? Bringen Sie das teuerste Getränk, was Sie haben, zu Reika-chan hier drüben. Yay! Vielen Dank, Mizumi-san. Oh, hör damit auf. Ich hab's dir verboten, mich so formell als Mizumi-san zu bezeichnen. Daddy, nenn mich Daddy. Oh, ich nenn dich was auch immer ich will, Daddy. Sag das nochmal, bitte, nochmal. Daddy. Kellner, bring uns einen Fruchtteller, schnell. Es gibt mehr als eine Art von Daddy, schätze ich. Kiryu, wirst du da jetzt wirklich sitzen bleiben? Ich frag schon, Freund. Naja, gut. Wenn er damit glücklich ist, dann sehe ich das nicht so eng. Und mit Reika Aiba haben wir ein neues Video im Gandara freigeschaltet, das wir uns natürlich auch dieses Mal zum Ende der Folge wieder anschauen werden. Okay, schnappt euch das Geld. Ich mache mich auf den Weg zum, schnappt euch das Geld. Ich mache mich auf den Weg zum Parkplatz. Der ist doch hier ganz in der Nähe, ne? Dann können wir das Ausweichspiel hier noch spielen. Und dann vielleicht auch mal wieder unserem Lieblingspilzhändler einen Besuch abstatten. Da waren wir jetzt auch länger nicht. Holt es euch.
Rush habe ich jede Menge Geld investiert schon. Okay, Beast fehlt noch ein Ding hier. Essence of the Beast Dual Step. Kann nur benutzt werden, wenn Stäbe in der Nähe liegen. Warum nicht? Können wir trotzdem schon mal freischalten. So, und in Rush haben wir zumindest einen Teil der Blocks gelöst. Okay. Aber bei Brawler haben wir alles freigeschaltet, ne? Gut, kann ich vielleicht trotzdem noch irgendwelches Rush investieren? 400! Das nächste Ding, okay. Dann vielleicht wann anders. Wir haben den 10 Millionen Yen-Kurs erreicht, Kiryu-san. Das wird nicht einfach. Hast du das Geld und den Mumm zu versuchen? Ja. Kiryu-san, also hast du das Geld und du bist in Tip-Top-Kondition. Bereit für ein kleines Geschäft? Ja, ich versuch's. Deswegen bin ich ja hier. Sicher, die meisten werden denken, das ist ein Witz, aber ich werde es versuchen. Okay, ich behalte die 10 Millionen Yen so lange. So viel Geld zu sehen, setzt meinen Lebensstil wirklich in Perspektive. Ich werde gut drauf aufpassen. Wir haben mal gespannt, was uns da jetzt erwartet im nächsten Level. Hört mal zu, Leute. Der Punch-Out-Artist ist wieder in der Stadt. Mein neuer Schüler, Kiryu-san, nimmt alle Herausforderungen an. 10 Millionen Yen pro Versuch. Bringen Sie ihn nur einmal zu Boden innerhalb einer Minute und verdoppeln Sie Ihren Gewinn. Damit kaufen Sie sich ein neues Auto. Keine Herausforderer. Ich schätze, es gibt nicht viele Leute, die bereit wären, 10 Millionen Yen auf einen Straßenkampf zu wetten. Vielleicht nicht. Hey, ihr da. Aha, jemand hat angebissen. Ihr habt den Einsatz ziemlich hochgesetzt. Seid ihr so zuversichtlich, dass ihr gewinnen könnt? So zuversichtlich, wie man nur sein kann. Sind Sie bereit, die Herausforderung anzunehmen? Es kostet Sie 10 Millionen Yen und Sie bezahlen im Voraus. Ist es okay, wenn ich ein Katana statt meiner Fäuste benutze? Hä? Sicher, warum nicht? Hey. Alles wird gut, Kiryu-san. Wir kriegen niemals wieder eine Chance auf 10 Millionen Yen. Wenn ich in Stücke geschnitten werde, gebe ich dir die Schuld. Okay. Ist es okay, wenn wir es an diesem Typen ausprobieren, Kabusan? Na, von mir aus. Das wird ihn ohne Probleme in zwei Stücke schneiden. Ich habe nach einem Ort gesucht, an dem ich dieses Schwert ausprobieren kann, wissen Sie? Was ist denn mit diesem Katana los? Kabusan hier handelt mit Antiquitäten. Er hat gesagt, es ist ein historisches Katana, ein verzaubertes Schwert, das selbst den mächtigsten Ninja-Meister auf der Stelle niederstreckt. Ein verzaubertes Schwert? Wenn es echt ist, wäre es ein Nationalschatz. Für mehrere hundert Millionen Yen wäre das ein Schnäppchen. 10 Millionen ist da ein fairer Preis, um es einfach mal auszuprobieren. Ich kriege ein ganz schlechtes Gefühl, was die Sache angeht, Kiryu-san. Hm. Meinst du? Schauen wir mal, ob ich dem Ding ausweichen kann. Oh Gott, eine Minute, ne? Das wird heftig. Nun, ich brauche dann die Startgebühr. Ich gehe die Regeln durch. Ich habe Vertrauen in dich, Kiryu-san. Okay, let's fight! Oh Gott, das wird furchtbar. Oh ja!
Hör auf mit der Scheiße, damit zu schlagen. Alter, wie hätte ich denn da noch... Oh, Mann! Leck mich doch, ey. Oh, das ist Stress. Das ist richtig Stress. Was kommt denn auf dem nächsten Level an? Eine Pistole? Und was denken Sie? Der Typ war ziemlich schnell, aber Sie haben ihn trotzdem auseinandergenommen. Ich hatte gehofft, das Schwert würde ihn zwei Hälften schneiden. Ich bin nicht wirklich überzeugt. Darf ich noch ein bisschen länger darüber nachdenken? Sicher, es ist ein großer Kauf. Nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Sie wollen. Mit anderen Worten, ich kann es nochmal versuchen. Alter, ein Katana, ne? Denkst du, das Schwert ist wirklich verzaubert, Kiryu-chan? Ich bin nur froh, dass ich noch in einem Stück bin. Wenn man gegen einen Katana antritt, ist es egal, ob es verzaubert ist oder nicht. Du weichst aus oder du wirst in zwei Hälften geschnitten. Ich schätze. Lass dich nicht von diesem Katana einlullen, Kiryu-san. 10 Millionen Yen sind echt eine Menge Geld, aber steh wieder auf. Natürlich versuche ich es nochmal. Ich versuche das so lange, bis ich es schaffe. Ganz ehrlich, ich habe noch 230 Versuche. Ne, 23 Versuche. Ich glaube, das ist mit eines der schwersten Trainings überhaupt, oder? Okay, solange euch letztes Mal auf euch halten. Der zweite Hieb ist der, der mich nicht treffen darf. Hab's geschafft, glaube ich. Oh Gott sei Dank, ey. Oh, bis jetzt habe ich es eigentlich immer im zweiten Anlauf geschafft, ne? Uff. Ich konnte ihn nicht niederstrecken. Ist dieses Schwert wirklich verzaubert? Darüber sollten wir nochmal sprechen, Kabu-san. Ich glaube nicht, dass das wirklich funktioniert. Aber... Dein Name ist also Kiryu, hm? Tja. Dank dir habe ich gerade eine Menge Geld verloren. Du machst mich dafür verantwortlich, dass dein zwielichtiges Geschäftsmodell zusammengebrochen ist? Besorg dir ein Leben. Du wirst schon noch kriegen, was dir zusteht. Ich bin nur froh, dass ich dieses Training jetzt bald abgeschlossen habe. Ich bin allgemein am Überlegen, wie weit ich dieses Training überhaupt über dieses Projekt ausfächere. Ich will ja schon die Trainingskurse am Ende alle fertig haben, ne? War das wirklich ein verzaubertes Katana, Kiryu-san? Nein. Tatsächlich war es ziemlich stumpf. Er hatte vermutlich nur versucht, einen besseren Preis für dieses Stück Müll zu kriegen. Das hat er doch so im Gefühl. Wer kann es sich eigentlich leisten, einfach so 10 Millionen Yen zu bezahlen, hä? Ich schätze, seine Prioritäten liegen irgendwie falsch. Vielleicht. Zeigt aber nur, dass nicht sehr wahrscheinlich ist, dass wir einen Abnehmer für den 100-Millionen-Yen-Kurs finden. Ja. Aber ich muss dir etwas sagen. Was denn?
Wenn du ein Problem hast und nicht mehr davonkommst, dann ist es durchaus eine Option, den Gegner wegzuschubsen. Und dann bewegst du dich und platzierst dich hinter ihnen. Sie schubsen, hä? Du hast Counter-Quickstep gelernt. Das lässt dich ausweichen und den Platz mit dem Gegner tauschen. Halte den rechten Knopf, um in den Fighting Stance zu gehen, und drücke B, wenn ein Gegner angreift. Danke, Kamoji. Das wird nützlich sein. Keine Regeln sind gebrochen, solange du nicht angreifst. Was die Gewinne angeht, wir teilen uns die 10 Millionen Yen Eintrittsgebühr und ich gebe dir deinen Anteil zurück. Das sind dann 15 Millionen Yen für dich. Du behältst 5 Millionen Yen? Hey, das sind meine Studiengebühren. Ich glaube, ich habe dir da einen echt guten Ratschlag gegeben. Na gut. Ich schätze, es hat mir dabei geholfen, meine Fähigkeiten weiter auszubauen. Ich werde mich also nicht beschweren. Als nächstes kommt der 100-Millionen-Yen-Kurs. Ich werde warten. Ja, aber damit haben wir 4 von Kamojis Moves und ich glaube, wir haben bei Bacchus auch 4, ne? Brawler ist auch nur noch 1, ja. Gut, das heißt, dass ich bei Miss Tatsu, also die nächsten 2 Trainingseinheiten, die Kirio machen wird, die werden auf jeden Fall bei Miss Tatsu im Beast-Stil sein. Und ich kann nicht mal mit Sicherheit sagen, ob die noch in diesem Kapitel stattfinden werden. Eine Sache, die ich weiß... Ja, ich nehme es jetzt einfach vorweg. Eine Sache, die ich weiß, ist, dass es noch einen 4. Kampfstil gibt, den wir freischalten, indem wir die 5 Milliardäre erledigen. Das heißt, wir haben noch jede Menge Zeit, die anderen Kampfstile fertig zu trainieren. Ich gehe jetzt einmal kurz Geld sammeln. Und dann gehen wir zum Abschluss wieder nach Gandara. Und nächste Folge machen wir auch noch mal ein paar Freizeitaktivitäten. Wir werden den Pilztypen besuchen. Wir werden die Telefonkarten einsammeln und ich glaube, wir werden bowlen gehen, um die Freundschaft auch mal weiter zu steigern. Und die Story, die geht dann in der übernächsten Folge weiter. Da gucken wir uns dann nämlich mal an, was der Mr. Moneybags uns da präsentieren wollte. Denke ich zumindest. Vielleicht, genau, Pocket Racing würde ich gerne auch nochmal eine Runde machen, dann. Moment, da kann ich nicht tatenlos zuschauen. Genau, in der nächsten Runde machen wir die Pocket Racing Meisterschaft. Und vielleicht ein bisschen bowlen. Auf jeden Fall die Telefonkarte. Und wir schauen nochmal bei dem Pilzmann vorbei. Das sollte eigentlich als Plan reichen. Ich hab geguckt, welche Taste B ist. Klappt irgendwie nicht. Das war doch schick.
Ein bisschen rumprobiert gerade mit dem Stil. Mir war danach. So, Geld sammeln und dann gehen wir hier irgendwo was essen. Und zwar vorzugsweise in einem Geschäft, das wir noch nicht leer gefuttert haben. Sushi Gin zum Beispiel ist ja hier in der Nähe. Da haben wir, glaube ich, noch nicht alles durchgefuttert. Weil wir ja irgendwann angefangen haben, ihm ein eigenes Sushi vorbeizubringen. Ja, die heutige Folge wird ein bisschen länger. Ah, da unten gibt es wieder Probleme. Na gut. Von mir aus. So, Miracle. Jetzt hau rein da. S-Rang, komm. Wunderbar. So. In anderen Gebieten gibt es Probleme, aber darum können wir uns im Zweifelsfall dann auch in aller Ruhe in der nächsten Episode kümmern. Das müssen wir nicht heute machen. So, einmal Sushi Gin. Unser guter Kumpel. Willkommen, Kiryu-san. Was hätten Sie gerne? So, ich nehme alles, was da ist. Ich habe noch nie in meinem Leben so wirklich Sushi gegessen, ne? Mal so ein so ein Supermarkt, so ein fertig verpacktes Sushi irgendwann an Silvester mal gegessen. Aber so wirklich in so einem richtigen Sushi-Restaurant oder so, so richtiges, echtes Sushi, habe ich tatsächlich noch nie gegessen. Würde ich aber, glaube ich, tatsächlich ganz gerne mal probieren. Gibt es irgendwelche Empfehlungen, was man da im Zweifelsfall am besten ausprobiert? Ich kenne mich mit Sushi so überhaupt nicht aus. So. Gandara. Wo war jetzt Gandara? Hier hinten war ein Telefonclub, die Straße. Nur ein bisschen weiter nach oben. Hier rein, ne? Hier, Geld. Gut, hier vielleicht auch. Ich achte so sehr auf die Minimap da unten. Entschuldigung, hier ein bisschen Geld dafür. Kostet ja wirklich nichts, ne? Du bist also Stress, ja? Kein Problem. Ich hoffe, damit habe ich dich wieder nüchtern geprügelt, mein Freund. So, jetzt gucken wir uns noch ein Video an. Das war von Reika. Und kommen für die heutige Folge zum Ende. Ihr habt ja schon so einen ungefähren Plan davon, was wir in der nächsten Episode von Yakuza Zero machen. Von daher bleibt mir an dieser Stelle eigentlich nur noch zu sagen, dass ich hoffe, euch auch da wieder hier auf dem Kanal begrüßen zu dürfen. Ich freue mich auf euch. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.
Und bis dann. Warte mal, war das Reika Aiba oder? Es gibt keine andere Reika hier, ne? Da muss es ja die sein. Okay. Bis dann.